Hallo und willkommen zur nächsten Runde Minecraft Isles Leben auf der Insel. Wir bauen immer noch an der Prozessorenfabrik. Mein Gott. Und ja, ich habe jetzt mittlerweile den fünften Turm aufgestellt, habe das System auch noch mal ein bisschen überarbeitet. Jetzt funktioniert es. Es ist jetzt quasi so, hier drunter ist das Interface. Das Interface lädt den Buffer mit jeweils einem Sand, einem Zertusquarz-Dust und einem Glowstone. So, dann geht es in den Crafter rein, also der Sand und der Zertusquarz, der macht dann zwei Seeds. Der Glowstone wird hier reingeladen und wenn der die zwei Seeds fertig hat, macht er das hier quasi alles fertig und importiert es dann wieder zurück ins System. Und im Rezept habe ich dann noch abgeändert, dass er auch zwei craftet. Ist das nicht toll? Ich bin begeistert und ich muss ganz ehrlich sagen, Schwert am Kopf. So, die Aufgabe, die uns hier Becky gestellt hat, die ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, wir hängen jetzt schon seit 3 Folgen oder so dran. Aber ja, mein Gott, ist halt so. Aber jetzt können wir das Prozessoren-Crafting, das will ich jetzt heute beenden. Und zwar müssen wir jetzt noch Folgendes tun. Wir brauchen noch mal ein Rezept. Und zwar müssen wir hergehen. Brauchen folgende Dinge. Wir brauchen Redstone. Einen. Und wir brauchen Silikon. Einen. Um die Silikonproduktion müssen wir uns dann auch noch kümmern. Und jetzt brauchen wir von den Printed jeweils auch einen. So. So, schmeißen wir den in mein System. So, und zwar jetzt kurz nachdenken. Genau. Ein Printed. Ein Redstone und Calculation ergeben den Calculation. Zack, ein Rezept. Dann den da ersetzt ergibt den Engineering. Zack und so, den Logic ergibt den großen Logic-Prozessor. So, das schmeißen wir jetzt hier rein, die drei Rezepte. Alle ab. So, und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, wovon ich mal nicht ausgehe, müsste man hier jetzt, wenn man sagt, mach hier mal 100, das Ganze loslegen. Nein, warum? 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 Der Redstone muss in die Mitte. Okay, das vielleicht vom Rezept mal anders aufteilen. Wie muss das jetzt nochmal? So, Silikon, okay. Zack, 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 okay. Probieren wir es noch einmal. Oben das Silikon,
dann das Redstone. Und von unten der hier. So. Zack. Next try. Rezept rein. So, wollen wir mal kurz den Prozess abbrechen. Radio. Tja, Herr Professor. Cancel. Cancel. So. So, nächster Versuch. Achso. Nein, macht er wieder nicht. Schütte. Okay. Prozess abbrechen. Mal kurz hier alles reinschmeißen. Zack, 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 zack. So, das Silikon mal rausnehmen. Raffst du das, wenn ich Ach, sag jetzt nicht. Oh, sind die wirklich? Moment. Ach, das ist wieder von. Ja, natürlich. Ach, das ist jetzt wieder von der Mod, die wir nicht drauf haben hier in dem Modpack. Ich weiß nicht, die war mal drauf, aber irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir downgraden die Map bald. Wenn die das nicht bald auf die Kette kriegen. Okay, dann müssen wir das anders lösen. Dann. Und dann. Also das Problem ist jetzt das, wenn ich das jetzt so aufbaue, dann kapiert er nicht, wie er das Ganze auflegen soll. Das heißt, ich muss den Aufbau verändern. Und ich überlege jetzt gerade, wie. Lasst mich noch mal ganz kurz was nachgucken. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, wir müssen das Ganze jetzt halt anders angehen. Und zwar müssen wir von verschiedenen Punkten die Items reinleiten. Das heißt, der ganze Turm ist komplett für den Arsch. Entschuldigung. Wir gehen das Ganze anders an. Erstmal alles wieder wegrupfen hier. So, zack, 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 hopp. Und hin, fort, da, mit, weg, weg. So. Also, meine Damen und Herren, wir haben ein Loch.
So. Ich würde den dann, muss ich kurz überlegen, ganz kurz überlegen. Wir müssen von hinten einführen, von oben und von der Seite. Von hinten, das kriegen wir durch die mittlere Leitung. Also ist das da auch schon mal für den Hintern? Das heißt, wir brauchen jetzt folgende Sachen. Einen Exportbus, den wir auch mit Karten ausstatten und Buffer. So, dann machen wir uns das hier mal auf. So, haben die Exportbusse, die Buffer. Und diese Busse mit Karten ausstatten. In den einen fließt jetzt Redstone. Und in den anderen Silikon. So. Genau, dann fängt er auch gleich an, hier das Zeug reinzupumpen. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir nochmal Conduits. Sagen hier Extract. Auf dem Kanal Gray für Silikon und Rot für Redstone. So, dann ist der Punkt erledigt. Dann kann man hier zumachen. So, die dritte Komponente kommt von hier. Und muss in den Inscriber wie eingefügt werden? Von oben. Von oben. Das heißt, wir gehen mal folgendermaßen heran. Ich kann hier doch wieder den Buffer machen. So, der Buffer extracted auf dem Kanal blau für die Prozessoren. So, alle hopp. Jetzt hat aufgepasst. Von hinten das Redstone. So, den Enable. Hier soll er rein auf dem Kanal Rot für unser Redstone. Dann können wir den schon mal hier anschließen. So, jetzt sollte Redstone reinkommen. Warum kommt da jetzt kein Redstone? Ah ja, okay, von der Seite. Gut. Von der Seite Redstone. Dann von der anderen Seite brauchen wir das Silikon. Und zwar, das läuft auf Gray. Stimmt's? Gray.
Nein? Willst du das dann von hier? Nein. Warum nicht? Okay. Willst du das von oben? Ja, das ist aber falsch. Dann willst du das bestimmt von unten. Und von oben bekommt er dann jetzt das aus der blauen Leitung. So, okay. Dann ist der schon mal vorbereitet. Jetzt haben wir die nächste Seite. So, der bekommt jetzt von dieser Seite her gar nichts. Aber von dieser hier bekommt der wieder das Redstone. Von unten das Silikon. Oben die blaue Leitung. Jawohl. Dann der nächste Kandidat bekommt von hier aus gar nichts. Von hier bekommt er das Silikon. Von hier das Redstone. So. So, und von da den. Das schaut jetzt ziemlich freaky aus irgendwie. So, von hier bekommst du gar nichts. So, von hier bekommst du wieder dein Silikon. Von hier bekommst du dein Redstone. Und von hier bekommst du deinen Prozessor. So, jetzt, dann müssen wir mal gucken, wie wir das abziehen können. Ich vielleicht noch eine zweite Reihe drauf mit gut Glück. Jetzt brauchen wir noch die anderen Conduits. Dann nehmen wir die. Mal rundherum und lassen die auch hier mit
Laufen. Und zum Testen nehmen wir eine Kreativzelle. So. Gut, dann haben die jetzt auch Strom. Und jetzt müssen wir gucken. Wenn wir jetzt ein Printed reinlegen, dann macht er das. So, füllt das gleich wieder nach. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir das abziehen können. Können wir das vielleicht hier abziehen? Extract. Always active. Und mal kurz eine Truhe drauf geklatscht. Jetzt komme ich da natürlich unheimlich gut ran. Wo ist jetzt? What the? Er saugt den ab, aber wohin? Hier hoch. Okay, das heißt, ich kann den von hinten rausnehmen aus dem System. Sehr gut. Perfekt. Das ist sehr, sehr gut. So, das heißt, mein Lieber, du extractest hier auf dem Kanal grün. Das passt schon. Das passt. So, und dann muss das bloß noch unten wieder rein. Und jetzt nehmen wir die Wrench und kappen diese Leitungen hier. So, und zum Hardcore-Test. Bauen wir den nochmal hier und den da hier. So. Und Rezept besagt, ihr da macht den da. So. Und jetzt. 10 Stück bitte. Nein, warum ist da oben mit Silikon drin? Ach Gott, ich bin ein Idiot. Meine Damen und Herren, ich darf hiermit offiziell verkünden, ich bin ein Idiot. So. Zack, raus mit dem Silikon. Du sollst es da nicht reintun. Nein, hör auf, lasse es. So, hier raus. Hier raus. Hier raus. Jawohl. Es funktioniert. Es schaut brachial aus, aber das machen wir noch ein bisschen hübscher.
So, und jetzt können wir im Endeffekt noch hergehen und sagen, wir machen da noch eine Reihe drauf, um das Ganze richtig brutal aussehen zu lassen. So, von unten brauchen wir das Silikon. So, hier hinten machen wir gleich den da rein. Extract, always active, always active. So, weil es so schön ist. Alle hopp. Always active. So, bupp. Ja. So, von unten machen wir jeweils immer das Silikon rein. So, dann haben wir schon mal Silikon überall drin. Er zieht ja jetzt hier raus. Dann brauche ich wieder meine Wrench. Den da, den da, den da und den da gekillt. So. Dann brauche ich von der Seite meinen Strom und meinen Redstone. Hier von dieser Seite. Zack, den machen wir aus. Insert auf Rot. Hier gekappt, hier gekappt. Also manchmal verstehe ich das absolut gar nicht. Hä? Warum jetzt auf einmal? Nein. Ich möchte es nicht verstehen. Tut mir leid. Manchmal ist Minecraft absolut lustig. Ah, so. Zack, Redstone. Und jetzt müssen wir mal in die Decke rein. Und legen noch einen Ring an, der hier auf blau insertiert, auf blau. Auf blau, auf blau. Gut, wunderbar. Die sind jetzt alle gefüllt. Perfekt. So, wo ist jetzt mein Rezept? Was ist das? Ja. Gut, also nächster Versuch. Machen wir noch mal 10 davon. Akzeptiere meinen Strom. Ja.
Jetzt haben wir noch Strom ran. Gut. So, hat einer aufgepasst, wie viel da jetzt drin waren? Einer. Nee, 22. Okay. Ist der hier fertig? Gucken wir mal ganz kurz. Oh, es regnet schon wieder. So. Ja, der ist durchgegangen, okay. Nächster Versuch. Zweiundzwanzig sind es jetzt. Zweiunddreißig. Es klappt. Sehr schön. Wunderbar. System. Fungu. Niert. Hä? Warum ist da jetzt Redstone drin? Ach so, die waren von vorhin noch drin. So, Karten rein. So, dann das nächste Rezept bitte. Granted. Einen hiervon und einen hiervon ergeben dann pro Zack. Das ist der da hier. Gibt den. Und der da hier ergibt den da. So. Der fliegt raus. Und sollte das Rezept noch abspeichern. So. Und jetzt der Hardcore-Test. Wir haben aktuell 32,11. Und jetzt hier, mach mir hier von 10. Mach mir hier von 10. Mach mir hier von 10. Also, no crafting CPU. Okay. Gut. Schon fertig. Mach mir hier von 10. So. Es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert, niert, 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 geilo, ui. Oh Leute, ich sag's euch, das hat mich jetzt hat Nerven gekostet. Meine Fresse. Oh. So. Jetzt lassen wir das Ding noch irgendwie schön ausschauen. Was machen wir für eine Verkleidung drumherum? Können das auch ein tiefes? Ja, nee, funktioniert ja nicht. Weißt du was? Das ist mir
Shit, egal wie das aussieht. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen Conduit-Fassaden, nehmen eine Pfeife. So. Nehmen Diamantenblöcke, den geschüsselten. Alle ab. So. Den rein, den rein. Jetzt füllen wir erstmal die Leerräume. So. Sagte er und füllte sie nicht. So, halt, da ist noch einer. Da ist noch einer. Wunderbar. So. Und damit da keiner auf die Idee kommt, da irgendwas dran rumzuspielen, gehen wir auch gleich auf Nummer sicher. So, gefährliche Maschine. Finger weg. Jawohl, supi. Sehr schön. Das war es soweit an dieser Stelle für mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.